Du hörst Hoffnungs-Botschaft mit Walter Neufeld. Liebe Freunde, mein Bruder, meine Schwester, hier sind wir wahr. Das ist eine Hoffnungs-Botschaft an diesem Tag. Wer will keine mit Jesus gehen? Wer kann ein Christ sein? Wer ist ein Kandidat vom Himmel? In Jesus, der Redmund der Eva, in Lukas Kapitel 14, Vers 33. Und er sagt das einfach so. Wenn wir wollen mit ihm gehen, wenn wir wollen Jesus nachfolgen, dann bedeutet einfach alles zu geben. Das ist nicht so viel. China ist so arm, dass er nicht keine alles geben. So Jesus sagt, wer mich nachfolgen will, der muss bereit sein, alles auf den Tisch zu legen. Das heißt, dass Jesus an ganz erster Stelle steht und dass wir bereit sind, am alles zu geben, alles, was wir haben, unsere Familie, früh, Tschenja, Ältere, Geschwister. Nur sterf mehr wird sein als Jesus. Alles, was wir an Geld haben, unsere Tite, die wir haben, was er uns an Intelligenz gegeben hat, einfach am alles geben. Dann sagt er, können wir am nur fallen. Aber wenn da noch irgendwas ist, was uns wird triggern, wo wir sagen, jo, ich würde hier mit Jesus gehen, aber ich habe Angst, was dann wird meine Familie sein. Ich habe Angst, was dann wird meine Gemeinde sein. Oder ich habe Angst, was meine Freunde dann würden sein. Und wenn ich Jesus nur fallen, dann war ich, warte, auf einmal kann ich das nicht mehr tun oder Jan nicht mehr tun. Und ich kann nicht Jesus nur fallen, weil ich für das Geld leben und ich muss was abbauen für meine Tschenja und so weiter. Wenn wir all so eine Ausrede haben, wo wir nicht können mit Jesus gehen und in der Ewigkeit auch nicht bei ihm sein. Bist du bereit, mit Jesus zu gehen? Dann gib ihm von da alles, dein ganzes Leben. Weil wir dort im Gebet sagen. Herr Jesus, ich will von da diese Entscheidung treffen und ich sage dir, ich gebe dir alles. Mein ganzes Leben, alles, was du mir gegeben hast, auf das Geld ist, auf das Menschen sind, Familie, Gelegenheit, das Leben, die Zeit, die mir noch bleibt. Ich gebe dir alles. Und ich will mit dir gehen für die ganze Ewigkeit. Das bete ich in deinem Namen. Amen. Bis zum nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft. Das war eine Produktion von Jesus Responde al Mundo de Hoy. Top mag bei dem Namen Jesu groß schreiben über Paraguay und die Welt. Kontaktiere uns unter info@jesusresponde.com.